weil es mit der Gegend hier zu tun hat. Manche werden schon wissen, was ich mit Flughafenausbau meine. Die Geschichte geht nicht direkt, also über Umwege geht es darum, sondern es geht um die Begegnung mit der Staatsgewalt, aber es ist ganz lustig. Danach zeige ich euch Bilder aus dem Widerstand. Weil nämlich, das heißt die Erdanziehungskräfte. Es ist schon spannend, womit Gerichte sich so beschäftigen können. Es war einmal eine Polizistin, die ihren Job freiwillig gewählt hat, die dazu gehörigen Unannehmlichkeiten aber nicht haben wollte und gerne Demonstrantinnen dafür verantwortlich machte. Was zur Folge hatte, dass ein Gericht sich mit den Erdanziehungskräften und anderen skurrilen Einzelheiten wie dem Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen oder Polizistinnen und Umzugskartons beschäftigen musste. Wir sind im Jahre 2009 im von Profit und Machtgier regierten Bundesland Hessen, weil die ökonomischen Profitinteressen der Flughafenbetreibergesellschaft Fraport über der Natur, dem Grundrecht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit standen, wurden 250 Hektar Bandwald für den Flughafenausbau in Kelsterbach bei Frankfurt zur Fällung freigegeben. Dagegen wehrte sich eine Handvoll Ökoaktivistinnen. Mitten im Wald hatten sie ein rebellisches Dorf eingerichtet, mit Baumhäusern, Bodenhäusern und einem unterirdischen Versteck. Der Freund und Helfer schützte die Privatinteressen der Fraport sowie die Machtinteressen der Regierenden mit großem Eifer. Weil sie eines Tages aus Protest gegen die Zerstörung der Umwelt auf dem Dach einer Baumerntemaschine landeten, wurden neuen Aktivistinnen die Freiheit entzogen. Auf der Polizeiwache verlangte man von den Aktivistinnen, da sie an der eigenen Freiheitsberaubung aktiv mitwirken. Doch die Widerständigen blieben unbeugsam. Solch eine Frechheit wollte sich eine Polizistin, nennen wir sie Jessica, nicht gefallen lassen. Von einer Ungehorsamen forderte sie 1200 Euro Schmerzensgeld und klagte vor Gericht. Jessica trug vor, die Aktivistin sei für ihre Verletzung am Handgelenk verantwortlich. Sie habe sich beim Wegtragen der Aktivistin am Handgelenk verletzt. Die Umweltschützerin sei also dafür verantwortlich, sie habe sich schwer gemacht. Zum Beweis der Tatsache, da die Gefangene sich nicht schwer machen konnte, wurde ein Gutachten für Erdanziehungskräfte beantragt. Ursächlich für die ersten 3 Tage nach dem Vorfall festgestellte Verletzung sei zudem nicht das Verhalten der Aktivistin, sondern die unsachgemäße Vorgehensweise der Beamtin. Ein Umzugshelfer könne den Umzugskarton, den er falsch angefasst habe, wegen der daraus resultierenden Verletzung nicht verklagen. So könne die Aktivistin für die Verletzung der Beamtin auch nicht verantwortlich sein oder gemacht werden. Einen Vergleich, der die Gegenseite auf die Palme brach, die Beklagte würde Äpfel mit Birnen vergleichen, das sei affig. Außerdem gäbe es bei der Polizei keine Ausbildung zum Wegtragen von Menschen. Vor im Zivilrecht darf man normalerweise nicht lügen. Ne? Also ich gehe davon aus, Polizisten wissen nicht, wie man wegkommt. Das erklärt vielleicht, warum Polizistinnen gleich mit Gewalt vorgehen, wenn ein Mensch auf ihre Befehle nicht reagiert. Denn Zwangsmittel und schmerzhafte Zwangsgriffe gehören sicher zu ihrer Ausbildung. Dem absurden Streit schob das Gericht letztendlich einen Riegel vor. Zu der unterhaltsamen Beweisaufnahme kam es nicht mehr. Entgegen der weit verbreiteten Meinung bei Polizeibeamtinnen sind Betroffene zu keinerlei aktiven Mithilfe bei ihrer Ingewahrsamnahme verpflichtet, so das Gericht. Sitzen bleiben ist ihr Grundrecht. Das Gericht fühlte sich außerdem nicht dafür verantwortlich, Zitat, das allgemeine Lebensrisiko abzuwenden. Genau dieses allgemeine Lebensrisiko habe sich aber vorliegend im Rahmen der Ausübung des überdurchschnittlich risikobehafteten Berufes der Klägerin als Polizistin manifestiert. Schmerzensgeld? Nix da, Ende gut, alles gut. Das absurde Märchen ist nun zu Ende.